Seid herzlich gegrüßt, liebe Deutschlerner. Heute geht es um die Hand. Fünf Redewendungen und Sprichwörter zum Thema Hand. Eine Hand wäscht die andere. Das ist ein Sprichwort. Sandra möchte, dass ihre Freundin mit ihr einkaufen geht. Sie braucht ein neues Outfit für den Sommer, ist sich aber oft unsicher, welche Farben ihr stehen und was gut an ihr aussieht. Ja klar, sagt ihre Freundin Vera, du hast mir ja auch geholfen, meine Wohnung einzurichten und hast mir gute Tipps gegeben. Eine Hand wäscht die andere. Aber Vorsicht, dieses Sprichwort kann auch eine negative Bedeutung haben. Bürgermeister Schmidt ist mit Anton Huber vom Bauamt gut befreundet. Als er sich ein Haus baut, bekommt er eine Genehmigung für ein Schwimmbad, was normalerweise in dieser Wohngegend nicht erlaubt ist. Herr Huber konnte da nicht Nein sagen, weil Herr Schmidt ihm zu seiner Stellung verholfen hat. Eine Hand wäscht die andere. In diesem Falle aber ist es illegal und würde zu Strafe führen, wenn es entdeckt wird. Es heißt Vorteilsnahme, eine Form von Korruption. Das habe ich nicht in der Hand, eine Redewendung. Ich habe nicht die Macht, das zu tun. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Elsa Kuhn ist Sekretärin bei der Firma Walter & Co. Sie nimmt die Bewerbung eines Interessenten entgegen und dieser sagt: Bitte, Frau Kuhn, setzen Sie sich für mich ein. Ich bin der richtige Mann für diese Stelle. Aber Herr Untermeier, das habe ich doch gar nicht in der Hand. Das entscheidet ganz allein der Chef. Angelika ruft die Krankenkasse an, weil sie eine Kur bekommen möchte. Sie spricht auf die Angestellte ein. Bitte machen Sie bei mir eine Ausnahme. Ich muss unbedingt zur Kur. Wie soll ich denn sonst wieder zur Arbeit gehen? Was denken Sie denn? Das können wir doch gar nicht entscheiden. Wir haben das nicht in der Hand. Es gibt ganz genaue Richtlinien, die wir befolgen müssen. Wenn wir diese nicht befolgen, machen wir uns strafbar. Das liegt doch auf der Hand. Das ist offensichtlich. Jeder kann das sehen. Das ist doch klar. Das ist doch logisch. In der Firma Vova wird ein neues Computersystem eingeführt. Der Chef spricht zu den Angestellten. Liebe Mitarbeiter, dass dieses neue System für unsere Firma von großem Vorteil ist, liegt auf der Hand. Sie können in Zukunft Ihre Arbeit schneller, sicherer und leichter erledigen. Dass wir zunächst einmal Zeit investieren müssen, um das neue System zu erlernen, liegt natürlich ebenfalls auf der Hand. Hier noch drei Redemittel zu der Redewendung auf der Hand liegen. Obwohl hier die Vorteile auf der Hand liegen, möchte ich doch auch die Nachteile erwähnen. Es liegt ja wohl auf der Hand, dass auch wenn das nicht auf der Hand liegt,
möchte ich hervorheben: Mir sind die Hände gebunden. Mir sind die Hände gebunden hat eine ähnliche Bedeutung wie das habe ich nicht in der Hand. Der Unterschied ist, hier wird ausgedrückt, dass man gerne etwas tun würde, aber nicht kann. Annette Meyer möchte ihrem Freund Peter gern helfen. Sein Auto ist kaputt und Annette arbeitet in einer Autowerkstatt als Sekretärin. Aber leider sind ihr die Hände gebunden. Sie kann nichts für ihn tun. Peters Auto wird nicht schneller repariert als andere Autos. Noch ein Beispiel hierzu. Rechtsanwalt Dr. Wild möchte gern für seinen Klienten einen Freispruch erwirken. Er tut wirklich sein Bestes, aber ihm sind die Hände gebunden. Er muss sich an alle Regeln und Gesetze halten. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben und teilt das Video mit anderen Lernern. Ciao!